So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Daumen dabei. Wie immer, guten Tag. Und wir gucken uns heute an Mono Blue Shredder Delph. Nicht Delver, sondern Delph. Wow. Gegen Sneak and Show. Wird auf jeden Fall interessant, weil es sind unsere Legacy-Newbies. Ja, das sind die, die jetzt bei Legacy relativ neu dabei sind. Beziehungsweise ganz neu und so ein bisschen neu. Ja. Dementsprechend. Delver als Checkkarte? Ja. Wenn es keine andere Karte ist? Ich wüsste nicht, was man im Monoblau sonst für Checkkarten spielt. Thing in the Eyes? Ja, stimmt. Thing in the Eyes könnte sein. Ja. Also irgendwas Doppelseitiges. Ja. Da haben wir auf jeden Fall den Ponder. Also beim Ponder keine Karte gezogen. Search for Xanth. Ich glaube, Ponder wurde keine Karte gezogen. Weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht was. 2, 4, 5, 6, 7. Nö, da wurde keine Karte gezogen. Fängt schon gut an. Dann in Wasteland. Mein Autofokus spinnt. Warum spinnt mein Autofokus? Das finde ich uncool. Wahrscheinlich, weil so wenig am Feld liegt. Das ja. Wird gleich besser. Keine Sorge, Leute. Es wird gleich besser. Also wenn der Autofokus sich eingefroren hat. Ponder again. Ponder. Vielleicht zieht man dieses Mal eine Karte. 2, 3. Das ist ein Brainstorm. Da war irgendeine rote Karte. War das der Affe? Hier zieht man eine Karte. Es sei denn, man hat gerade eben auch eine Karte gezogen und hatte einen Mulligan. Das habe ich vielleicht nicht gesehen. Wenn ja, tut mir leid. Oh. Wow, diese Mismatched Basics bei Sneak Show. Da ist halt einmal so bei uns in Pool gegriffen worden, geguckt, wo dann Basics drin ist. Ja, das stimmt, stimmt. Ja, Mono Blau Shredder Delver ist. Mit Snow auch noch. Ja, und Shine mit Snow. Oh. Das ist auch so eine Obszönität, diesen Namen oben links in die Dick zu schreiben. Das ist genauso wie das Krixis Punishing Yorion Duck, was ich mal hatte. Yes. Das ist so abstrus, das ist einfach nur witzig. Ja. Okay, es ist Delver of Secrets. Gut, also haben wir einen Delver. Ja. Ja. So. Mal sehen, ob er arbeitet oder ob er faul ist. Noch ein Ponder. Mehr Ponder. Boah, hat man das Brainstorm auf der Hand, spielt erst den Ponder. Mhm. Das. Show and Tell. Ach, das ist ein Mountain. Das ist ein Mountain? Der sieht aus wie eine Insel. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Man. Zieht man eine Karte? Go? Nehmen wir mal. Doch, wollte ich gerade sagen. Du hast ja noch. Das war eine City of Traders. Man hat immer noch keinen Payoff. Ich glaube, das hätte ich einfach geschaffelt. Und hat Show and Tell ja schon auf der Hand. Ja. Ja, hatten wir Sneak Attack nicht auch noch auf der Hand? Ich weiß nicht, ob das nicht ein Affe ist. Delver ist ein Delver. Der flippt Delver nicht. Delver bleibt ein Delver. No, Ledger Shredder. Gute Karte. Wenn man den jetzt gutshottet, zählt das direkt als zweiter Spell, richtig? Sieht er sich selber? Der müsste sich selber sehen. Ist ja der zweite Spell in einem Zug. Stimmt, der checkt ja nur die Spells. Gar nicht so doof. Das ist schade. Brainstorm. Brainstorm. 1, 2, 3. Nee, das ist ein Affe. Das ist der aus Time Spiral Remastered. Deswegen kennt man den auch fast nicht. Engine Room, ja gut, das ist halt, da hätte man... Das sind da zwei Schauenteile auf der Hand. Da ist ein Grizzle Daddy. Da ist ein Daddy? Da ist ein Daddy, oder? Da war eine schwarze Karte. Da kann eigentlich nur eine sein. Affe, das, das ist ein Grizzle Daddy. Das ist ein Grizzle Daddy. Schauenteile into Grizzle Daddy ist ziemlich gut gegen, gegen Delver. Ja... Weil dieses Dace wird in der Hand hin und her geflickert. Unten vor, also da wird wahrscheinlich wenig passieren. Mm-hmm. Vor allem, wenn man jetzt Show and Tell macht, hat der Letter Shredder schon mal den Trigger. Ja. Trigger Shredder. Zweiter Spell. Nein! Kann man da mal mehr bezahlen? Ja, kann man durch den Affen. Das ist so bitter. Da ist noch ein Daze auf der Hand. Da ist noch ein Daze auf der Hand. Ganz oben drauf, das ist noch ein Daze. Mismatching Daze. Jetzt, ich glaube, man hat es. Ja, jetzt hat man zumindest den Shredder. Aber nur bei sich selber. Man hat den noch nicht vom Gegner gemacht. Hm. Tatsächlich wäre der dann, glaube ich, doppelt. Immer wenn ein Spieler zwei Spell. Ein Spieler, meine ich. Den zweiten Spell. Ja, da ist keine plus 1 plus 1 mal draufgegangen. Da war ein Land in Friedrichshain. Ja, genau, deswegen. Ja, ich glaube, da ist ich hätte halt den Gutshot vielleicht dafür abgeschmissen, weil im Endeffekt macht der Ledger Shredder dann die ganze Zeit selber und der Gutshot ist total irrelevant. Ja, hier gibt man mal auf. Boah, der Delver, der ist auch so faul. Das ist großartig. So ein klassischer Delver halt. Du hast ein Land gelegt, Kollege. Land ist gelegt.
Ponder. Guck mal, Ponder. Ponder. Was sucht man hier? Counter. Ja, da ist noch ein Days. Und Wasteland. Und Prismatic. Vista, genau. Nicht ein Ding, Vista. Genau, und dann sagt man Go. Man könnte noch Gutshot. Gutshot, dann geht das, hätte man aber vor dem Combat machen müssen. Jo. Dann hätten wir wenigstens die Chance gehabt, aber noch. Eigentlich hätte der jetzt schon Marken, der Ledger. Schreiter. Theoretisch hätte er bis zu 2 Marken haben können, jetzt schon mal. Brainstorm. Ja, das lässt man einfach passieren. Force Days Show and Tell. Wow. Problem ist, man muss 2 Sachen drauflegen. Mm. Man hat nur noch 2 Handkarten. Das heißt, man muss jetzt zumindest mal eine Runde warten. Ja, aber man geht natürlich jetzt all in. Ja, in der Hoffnung, dass der Gegner keinen Counter mehr hat, ne? Aber keine Sneak Attack weglegen? Kannst. Ja, stimmt. Und das Force und dann einfach mit den Days versuchen durchzugehen. Also die Möglichkeit, mit dem Days da durchzukommen, ist halt gegeben. Ja, der Gegner hat ja nur ein Land und das ist getoppt. Fing. Dann geht der in Friedhof, dann macht man Show and Tell. Show and Tell? Show and Tell. Zeltstündchen? Ich glaube, das eine war kein Days, sondern Omniscience. Ja, das war ein Omniscience. Da hat man schon wieder den Trigger vergessen. Ja, zweiter. Ich glaube, man weiß noch nicht, dass es der Gegner auch Zug ist. Ich glaube, das hat sich erst im nächsten Turn dann ausgesetzt. Das ist Days. Ja, Days und ja, Delver flippt. Wow. Was eine faule Sau. Ja. Finde ich auch ganz cool, einfach 2 Delver auf der Frontseite, 2 Delver auf der Rückseite zu haben. Ja, okay, ich habe 4 Delver. Ich habe ja durchsichtige Höhlen. Genau, da geht's halt auch. Ähnlich. Ja, weiß lernt man hier. Man hat einen Days jetzt auf der Hand. Ist safe. Ja. Angriff für 4. Wo wir mehr hätte haben können. Hätten jetzt schon mindestens 2. 3 oder 4. Ja, das ist Force. Das war wirklich eine Omniscience. Okay. Das war eine Omniscience. Das heißt, hier passiert jetzt erstmal lange Zeit sehr wenig. Ja. Ja, gut, außer dass halt einer von beiden Spielern für 4 ins Gesicht haut, oder? Ja, das ist halt so dieses Hupsi. Ja, gehen wir runter auf 8. Dann hat man Days noch selber und. Ja, noch ein Sneak Attack. Sneak Attack. Fetch. Ja, Fetch. Ich glaube, jetzt willst du keine Länder ziehen. Aber Brainstorm regelt halt, ne? Ja, deswegen. Also gerade mit Brainstorm im Deck finde ich die Fetch-Länder halt immer so wichtig, offen zu behalten. Ja. Aber das ist kein Weltmeck. Dann zieht man Brainstorm. Der Punishment ist real. Jetzt könnte man zumindest 4 hauen. Man hätte auch 5 draus machen können. Ja. Hat sogar das Fetchland offen. Ja. Also da sind jetzt schon. Der wäre jetzt eigentlich schon tot. Ja, der wäre schon tot. Sneaken Show wäre jetzt eigentlich schon tot. Ja. 1-0. Mono, Blau, Shredder Delver. Hat geschreddert. Der gute Shredder Delver. Ja. Jetzt haben wir aber nur noch kein Delf gesehen. Da ist jetzt immer noch die Frage. Ich meine, Mörktides sind drin und der Wahl. Die Serpent nicht, ne? Ne, ich glaube, die Serpent nicht. Die ist aber auch einfach nur ein schlechter Angler. Ja, die war da noch nicht draußen, glaube ich. Die kam ja jetzt erst letzte. Die ganz alte, die für 2 blaue und Delf. So, ne. Die neue Serpent, die mit Ward 2 oder so und ja. Die irgendwie macht Erdbeben. Erdbeben. Da gibt es erstmal die Schiffschaukelreise. Yes. Und dadurch verliert die Kamera auch den Fokus. Nein, komm zurück, Kamera. Fetch. Kamera ohne Fokus. Fetch. Jo, da drauf fetcht man, damit man keinen Stifle frisst. Ja. Das mit dem Fokus stört mich dieses Mal echt. Das ist krass. Normal ist das nicht so schlimm. Wow. Die Leute, die öfter gucken, wissen das eigentlich auch. Fetcht man auf ein Duel? Boah, das ist aggressiv. Okay, der Gegner hat seinen Landdrop schon gemacht, wenn man nächste Runde schon was machen kann. Ja, aber was kannst du denn mit Duel Soulland feuerfrei? Ja, aber ach so, der hat einfach nur gefetcht, ohne was zu machen. Ja. Hä? Da war ein Stifle auf der Hand, by the way. Ja, du kannst aber mit dem Fetch auf den Fetch reagieren. Das ist ja. Ja, aber man hätte einfach nicht fetchen dürfen. Man hätte einfach warten müssen, bis der Gegner fetcht. Es gab hier keinen Grund, schon zu fetchen. Und man considert auch nicht mit dem Stifle auf der Hand. Gute Consider. Ja, okay, jetzt ist die Frage, wie viel Hassan weiß.
weiß nicht, da geht ein Brainstorm in den Friedhof, dann zieht man eine Karte. Und noch ein Wasteland. Boah, da hat so eine Menge Wastelands. Ja. Fick dir. Wenn man jetzt Wasteland macht und dann Go. Wasteland sagt. Und dann Stifle und dann. Wasteland. Wait. Stifle und. Feuer Wasteland! Feuer Wasteland! Ja. Sonst frisst der das mit dem Tails. da wurde sich gefreut. Was ist da? Ah! Red das Elemental Blast. Dann Wasteland, Mann. Go Wasteland. Sendman war gierig und hat einfach auch das Fetch gewastet. Aber dann hätte man 2 für 1 getradet. Das wäre echt bad gewesen. Das ist. Aber manchmal hast du so Situationen, ich hatte das schon mal, wenn der Gegner weiß, du hast Stifle, dann liegt der nur noch Fetchländer in anderen. Dann irgendwann zündst du einfach die. Ja, das stimmt. Die Kette. Die Kette, weil wenn du dann so 2-3 Stifle auf der Hand hast, dann kannst du das mal machen. Ja, die sind aus dem Secret Lair. Mit dem Windows-Artwork ja, da. Ich finde die richtig schön. 8-Bit Edgefoil. Das sind tatsächlich die Edgefoil-Versionen. Ja, sehr, sehr cool. Und dann gleichzeitig in dem Deck auch ohne... Ja, ein bisschen Fehler am Platz, aber es sind trotzdem schöne Länder. Nee, das ist voll okay, wenn man dann halt aber im selben Deck halt Inseln hat, ohne einen ich habe noch keine 8. Edition Whiteboardert gesehen. Alles fair. Da habe ich früher gespielt. Das war super. Das war super. Was haben wir da? Vista. Aber Edged Foil. Ich finde, Edged Foil sieht man auf der Kamera richtig gut. Jop. Das muss man echt sagen. Also da haben sie jedem Streamer einen Gefallen getan. Brainstorm. Fetch. Dieses panische Gefetch. Einfach nur mal Angst vor Stifle hat. Wow. Und noch eine andere Insel. Jawoll. Ja. Also mittlerweile, also da ist ja echt alles drin in Basics. Ja, das Traurige ist, dass ein Basic doppelt drin ist. Oh nein! Es ist so hart triggernd. Es ist wirklich hart triggernd. Da müsste ja wirklich, alle also müssen selbst der Mountain, der da meistens drin rumfliegt, oder die. Ja, ist ja der Mountain. Ja, aber dass die dann wirklich so noch eine andere Edition hat. Am besten noch so was richtig Ekelhaftes. 8. Edition Whiteboard. Nee, der hat einen Arabian Nights Mountain. Ja, einfach mal ein paar Euro auf den Tisch legen. Ne? Ja. Okay, geht mehr Snow. Ich bin gespannt, ob man es mit dem Snow auch macht. Ja, oder ist das noch einfach im Deck drin von dem Snow Delver? Das kann sein. So, jetzt ist die Frage: Macht man was? Kann man mit dem Mana im Gegnerzug was machen oder was faken? Ich glaube nicht. Ja, gib mir die Ponlo oder Delver? Ich hätte fast den Delver angesagt. Ja, auch fast den Delver angesagt. Mir scheint man Angst. Ist ja halt die Frage, ob du Counter Magic auf der Hand hast. Was ist denn da? Es ist halt so, dass du halt wirklich das Problem hast, wenn der Gegner jetzt mit Joe und Dell aufgehen kann, kannst du halt nicht viel machen. Ne? Ja. Weil die Hand ist nicht gut von der. Die Hand ist echt nicht gut. Da ist ein Vapor Snack. Der hilft doch nur gegen Grusel Daddy. Ja. Da ist ein Wasteland. Der hilft aktuell auch nicht so viel mit den ganzen Basics. Dann Shuffle. Okay, Shuffle. Hätte ich auch gesagt. Also der Shuffle muss auf jeden Fall sein. Ne, der wird nicht geschaffelt. Was ist denn passiert denn da? Einfach nur die Reihenfolge geändert, okay. Okay, was ein gruseliges. Ja, vor allem noch schön, dass Wasteland dem Gegner gezeigt. Hast du nicht gesehen? Ja. Endump. Ach Gott, ja. Sneak Joe, Hardcast. Und sich dann für das andere Artwork davon entschieden. Ach Gott, die sind auch noch durcheinander. Aber nicht geplant durcheinander, das ist ja das Traurige dabei. Oh, stimmt. Ansonsten wäre das sehr, sehr cool. Man hätte ja auch 2 Leben. Man wäre jetzt eigentlich auf 16. Ja. Das ist halt, gerade wenn man in Legacy einsteigt, ist es nicht so einfach, mit allem Schritt zu halten, was passiert. Weil es ist immens viel mehr als an einem Standardtisch. Auch immens viel mehr, meiner Meinung nach. Da wird jetzt mehr auch Modern geschaut. Tisch, ja, da wird auf jeden Fall noch nachgeschaut. Und ich finde es halt interessant, wie selbst Commander-Leute mittlerweile so ein bisschen hart und verzweifelt sind, weil Commander-Leute immer mehr nur auf ihr eigenes Board fixiert sind. Und im Legacy bist du das halt gar nicht mehr. Ich meine, die haben kein Banning bekommen. Mit sich selber. Das stimmt, die haben ja ein Banning bekommen. Ja. Das ist der Vapor-Snack. Und der Delver. Puh. Ballsy. Ja, also zeigst du im Endeffekt, dass du nichts hast. Du hast noch nicht mal einen Stifle. Das zeigst du gerade mit dem Move. Der Gegner hat aber auch nichts. Echt?
Scheint nicht. Nee, das ist ein Emmy. Puh. Schwing, gib mir noch 3. Gib mir auf 3. Ja, der Delver geht auch in Schrott. Ja. Danke. Niemals aufgeben in so einer Situation. Es kann gut sein, dass der Sneak-Schauspieler jetzt einfach die nächsten paar Runden nicht zieht und man wirklich mit Insel into einfach was reisen kann. Und ich glaube, ganz hinten sehe ich sogar eine Vista. Was macht der da? Sein Friedhof und sein Deck schon. Ah, der hat den Friedhof falsch rum reingelegt. Deswegen, ich dachte gerade, deswegen guckt er sich da gerade die. Wie rum war das jetzt nochmal? Das ist schön. Das ist so schön. Ich finde es immer wieder cool, auch so Sachen wieder zu sehen. Weil wir müssen uns immer vor Augen halten, gerade wenn wir sowas schauen. Wir waren auch mal so. Nee, ich bin immer direkt. Ich war direkt erwachsen. Nee, ich nicht. Ich nicht. Überhaupt nicht. Du ein Erwachsener. Bleib beim Spiel. Siehst du auch die unterschiedlichen Vorsorgebilds? Oh, Alter, ich krieg gerade so richtig. Es wäre halt super cool, wenn alles unterschiedlich wäre. Ja, also wie wir ja bei unserem Doomsday-Spieler haben. Der hat ja wirklich alles extra durcheinander, außer ist viel zu teuer, 4 Artworks zu haben. Ja, ja, wie zum Beispiel bei Lotus Battle. Ja, unter anderem, aber das ist halt, das hat halt Stil. Das hier. Krass. Baby. That's a good one. Ja, die beseitigt halt jede Kreatur. Und der Delver kann halt dann auch relativ schnell zuschwingen. Und wichtig, weil man hat ja den Vapors. Engineered Explosives. Krass. Für 2? Für 1. 2? Für 0? Für 0? Das heißt, wenn der Delver flippt, kann man ihn halt hochjagen. Nee, der ist 1 auf der Rückseite. Richtig. Aber das ist der Gedankengang. Warum ist der. Wie, was, wo? Verwirrung. Ich bin verwirrt. Ja, glaube ich dir. Da zeigt man auch keinen Gutshot. Weil man Angst hat. Oh nein! Oh Leute! Ja, dass man nicht weiß, dass der Delver auf der Rückseite ist. Dafür ist ein Judge da. Eben auch eine 1 halt. Mittlerweile, muss man ja auch dabei sagen. Es war früher mal anders. Ja, mittlerweile. Ja, okay, die Regelungen, Änderungen haben die gar nicht mitbekommen, weil die haben danach angefangen. Nee. Also unser Snickshow-Spieler spielt schon ein bisschen länger. Ja, aber der spielt länger, als unsere Legacy-Gruppe existiert. Ja, aber er spielt halt keine Legacy. Nein. Er ist halt Newbie in Legacy. Dann Brainstorm. 1, 2, 3. 1, 2, ne. Force. Ja, den Force. Okay. Der Vapor Snack ist zum Glück total am Mulm. Ja. Force Pitch. Ist das ein Wish? Ne, das war ein Spell Pierce. Das war das Neue, ne? Ja. Affe. Lol. Affe und Land. Kann man jetzt nicht einfach den Affe mit Eile ins Spiel bringen? Ja! Affe mit Eile ins Spiel und Beat für 2 to win. Das wäre der Play hier. Nein! Und er wurde oben drauf gelegt. Nein! Das tut so weh. Das war der Win! Das tut so weh, ist doch wirklich der Win. Geil. Och nee! Ach, ist das schön. Viel geiler, die ganze Zeit flutscht jetzt der Gutshot da bei dem Mono Blue Delver Spieler, oder? Ja, der kann ihn halt nicht casten. Bit für einen. Aber richtig ballen sie einfach immer wieder für einen hauen. Ledger Schweiner. Ja, okay, jetzt hat man wenigstens eventuell eine Glocke auf der Hand. Ja. Jetzt mischt man schön noch den Win weg. Oh nee. Na, schön. Ja, okay, man kann auch mal gern vergessen, dass der scheiß Affe halt auch eine Kreatur ist. Aber ich habe halt schon oft genug gegen Show and Tell gespielt und gesehen, wie das Ding gecastet wurde. Ja, 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 und auch noch versucht, dann anzugreifen. Ich habe da doch schon oft genug im Monolith Prison gesehen, das ist das Schlimme. Ja, ja, ja. Ich habe damit sogar schon 2 Mal zugehauen und 2 Mal 4 Schaden gemacht. Ich habe damit schon gewonnen. Okay, das ist ein bisschen peinlich. Im Monolith Prison geht dort. Ja, das stimmt. Das ist halt, wenn der Gegner. Hier hätte es sogar mit Sneak and Show gegangen. Wenn der Gegner halt nicht surrendert von der Blood Moon und du sagst, ja, okay, dann hausch ich halt mit dem Affen tot. Ja. So, dann geht man seit zu Brainstorm. Die Länder, die sind halt immer so richtig knusprig, wenn man die zieht. Ja. Hier wird sich hart gefreut, aber dass er ihn dann nicht zieht. Delver Flip. Er wird ja gar nicht angesagt. Stimmt. Delver darf ja nicht flippen. Da wäre schon wahrscheinlich schon längst Ende. Och Leute. Auf 9. Oh, das vor allem auch wirklich ballsy mit allem angegriffen. Warum nicht mal das Karakas hätte dagegen was gemacht?
wenn wir uns auf dem nächsten Turnier sehen, Leute, dann raucht Platz das. Steht überall, links und rechts. Sehr, sehr cool. Aber das zeigt halt auch, man kann auch sowas mal zeigen. Also es ist jetzt nicht so... Ja, es ist halt jetzt aktuell noch ein bisschen witzig, weil der Affe war halt echt der Win. Ja, das stimmt. So, den Scheiß müssen wir alles nicht haben? Nee, Ponder und zwei Länder ist halt nicht so geil. Aber wenn der das jetzt noch rumdreht mit dem 1er Delver und dem 1... Was ist der? Dreier? Zweier? Delver, das ist immer Flip. Ah, das Leben ist so schön. Ich meine, okay, er wird wahrscheinlich gefragt haben. Ja, aber wenn man sich nicht sicher ist, dann... Ja, einfach irgendwas in die Welt hinausbrüllen. So ein Wort fängt mit J an und hört mit Atsch auf, ne? Leute, ja, Leute, die einfach was in die Welt hinausbrüllen. Ja, dann. Das habe ich übrigens auch vermisst, so die Leute, die Judge brüllen. Das war ja, ja, das ist heutzutage echt viel, viel schöner. Machen wir mal wieder für zwei. Der Ledger Shredder macht halt jetzt aktuell gar nichts, weil der spielt einen Spell pro Runde. Der Dennis macht halt auch nichts. Der hat ist ein Emmy. Oh, nee. Eieiei. Ja, man hat einen Karakas, also macht er halt effektiv nichts. Ja. Ja. Wie weit ist man von Omniscience weg? Ein Land. 6. Oder? Wasteland. What? Ja, die Rotquelle liegt doch schon da. Das eine ist ein Mountain. Oh, ja, stimmt. Stimmt. 5. Draw. Warum hat man jetzt gewartet? Ja, aber sieht das Karakas. Stimmt. Ja, ja. Ja, die Sache ist halt, wenn man jetzt das Show and Tell knallt, legt man da Omniscience ran, der Karakas ist total nutzlos. Korrekt. Wenn man einen Show and Tell hat. Wenn man einen Show and Tell hat. Und das muss ja noch durchkommen. Ja. Das wohl war. Ich weiß ja nicht, also er hat auf jeden Fall einen Force auf der Hand und noch irgendwas anderes Farbiges. Brainstorm. Er kann halt nicht fetch. Stifle? Stifle ist auch wichtig. Und Pflasterstorm. Und noch ein Ledger. Ich dachte gerade, das wäre der komische Meervolk. Nee. Das Problem ist halt, er hängt halt auf diesem einen blauen Mana einfach jetzt fest. Weil er darf das Karakas nicht tappen. Ja. Und er kann nicht fetchen. Stimmt. Zwei. Scheiße, er hat nur noch ein. Ey, jetzt hat er halt sein. Ja, bringt auch nichts. Jetzt hat er halt seinen Stifle verschissen, den hätte ich halt liegen lassen. Ja. Weil er hat aktuell nur ein rotes Mana. Das ist. Geht die City? City. Geht. Nicht. Bitte danke. Die hätte ich auch gern, die City. Die nicht. Die klassische City of Traders, die einfach am Feld liegen bleibt. Die zweite Rotquelle wäre halt auch schon, hätte auch schon da schon gereicht. Man hätte ja einfach angreifen können, reintun können, angreifen, dicke. Also man hätte jetzt schon zwei, auch schon mit zweimal jetzt gewinnen können. Mit der zweiten Rotquelle hätte man auch einfach Emmy. Ja, stimmt, man muss den Attacker declare. Richtig, ja, richtig. Muss der vorher Attacker declare machen. Richtig. Da wird der gespielt. Als Blocker. Ja, warum nicht? Wow. Stifle, Fragezeichen? Nee. Ich würde das einfach, einfach machen. Soll er einfach machen. Wer kriegt da einen? Ja, da würde ich tatsächlich den Delver nehmen, wenn ich wüsste, wie das Spiel funktioniert. Ich wüsste, halt, safe, der Delver hätte ihn schon längst umgebogen. Ja, aber also dann hätte man, glaube ich, die Explosive einfach auf 1 gelegt und hätte den Delver schon lange hochgehen lagt. Das ist nicht dein Ernst. Read the card, explains the card. Was? Hat er gerade... Are you fucking shitting me? Es ist halt... Jetzt sag nicht, die sagen, das ist Lethal. Und er wird nochmal gelesen. Es wird auf die Karte... Es steht drauf. Schutz vor farbigen Spells. Und Vapor Snack ist jetzt nicht dafür bekannt, dass der hier farblos ist. Oder wie heißt das nochmal? Es wären genau 3 Damage. Aber eigentlich bleibt er im Spiel. Schutz? Okay, dann... Hä? Hä? Okay, das macht null Sinn. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Irgendeiner der beiden wird es in den Kommentaren schreiben. Mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist geil. Vor allem, das ist halt jetzt so. Okay, man hat einen Grizzleborn auf der Hand. Man könnte jetzt einfach gewinnen. Kann man nicht. Nee, kann man nicht. Das Karakas verhindert gerade den Win. Du hast jetzt einfach nur einen ganzen Zweimal gewinnen wäre Gewinn möglich gewesen. Jetzt aktiviert man das, dann wird das gestifelt. Stifle? Ja, auf die Aktivierung. Stifle 2-0.
Das hat er zweimal weggeworfen. Und einmal in eine ganz wilde Situation. Ja, auch sowas passiert. Haltet die Augen offen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Und wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, ich hoffe, einer der beiden erklärt es unten in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem genauso viel Spaß wie wir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Wegseht. Ciao, ciao.